Herzlich willkommen zurück, Leute, bei Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ich habe mir heute noch meine Freundin an meine Seite geschnappt. Hi. Und wir machen jetzt die letzten und finalen LR-Summons überhaupt. Denn ich habe gesehen, es kommen in Japan LR Gogeta und LR Vegeto raus. Und bis die rauskommen, werde ich nicht mehr für LR-Summon, also ein halbes Jahr lang nicht mehr. Und wir fangen an. Wir machen noch die letzten Single-Summons. Ich habe beschlossen, 12 Stück zu machen. Und wir schauen raus, ob irgendwas Legendäres dabei rauskommt. Wir ziehen runter. Feuern. Wir bleiben Baseform. Das sieht nach Schrott aus. Und es wird ein Berry Blue. Es wird ein Sorbet. Damit wieder Grüße raus an Berry Blue. Und wir machen die nächsten Single Summon. Ui. Ich bin wieder sehr aufgeregt, weil LR Summons können so unerwartet sein, so überraschend oder auch völlig hoffnungslos. Wir machen den zweiten Single. Wir bleiben wieder Baseform, das sieht wieder nach Schrott aus, nach richtigem Schrott. Und es wird ein Tora. Ich muss mal ganz kurz was nachschauen, und zwar gibt es ja eigentlich eine irgendwas dafür, man Duals, ich sag schon Duals, wenn man Multisum macht. Nee, es ist egal, ob man Dual- oder Single-Sum macht. Dann mache ich mal den nächsten Single-Sum, weil eigentlich macht das meine Freundin. Mhm. Jetzt mache ich aber den nächsten Single-Sum. Auch nur 2 Pots. Und bleibe ich Base vom Yo. Oh, das sieht richtig schlecht aus. Und der nächste. Ein Piccolo-Kind. Hier kommt Drum. Die Trommel. Und wir machen einfach weiter. Noch 10 Stück sind möglich. Gut, ich hätte es auch Multisum machen können. Ich habe nur gerade gesehen, dass es einem gar nichts bringt. Also machen wir es in Single-Form. Ein Pot, das sieht richtig schlecht aus. Oh, Super Saiyajin, yay, wir kriegen zumindest einen SR. Oder vielleicht sogar einen SSR. Also SR ist auf jeden Fall am Start. Das kann wieder mal alles sein. Und es wird... Oh, ein Super Saiyajin 2 Kid Goku, den habe ich auf meinem globalen Account noch nicht gehabt. Auf dem japanischen habe ich ihn ja schon 8 Mal gezogen. Das ist schön, den kann man gebrauchen im Superfuß, wenn man Superfuß hätte, was ich ja nicht habe. Und es geht weiter. Aber war nur ein SR leider. Enttäuschend. Satan rechts. Wie immer nix, also wieder Schrott am Start. Und es wird ein Bujin. Ja, wir haben gestern den Bojack-Film geschaut, das passt sogar. dann müsste eigentlich auch der nächste LR sein, der zu uns kommt. Oder Mighty Mask, also entweder er oder Mighty Mask. Ich glaube, Mighty Mask war in Japan früher draußen. Jedenfalls der nächste Schurke, als LR da rauskommt, dürfte voraussichtlich Bojack sein. Wieder nur 2 Pots, also wir haben richtig viel Unglück. Oh, Rainbow Text. Aber Super Saiyajin, das ist dann nicht so die beste Kombination. Denn wie man weiß, wenn man Baseform bleibt bei einem Single Sum nach einem Rainbow Text, kriegt man auf jeden Fall einen Screen Crack oder einen SSR. Hier muss das nichts bedeuten. Und es ist ein Son Gohan. Erwachsen. Der Great Saiyaman. Zu dem habe ich ja im ersten Trunks Video was gesagt. Weiter geht's. Ich bin wie gesagt total aufgeregt, weil es sind alle 5 LR drin. Und es könnte ja theoretisch alles mögliche droppen. Wir kriegen wieder einen Satan zur rechten Seite. Und bleiben Baseform. Das wird also wieder Schrott. Also mit höchster Wahrscheinlichkeit Schrott. Und es wird Bido, auch einer aus dem Bojack-Film. Was für ein Zufall. Okay, wir haben noch 6 Chancen. 7. Ich habe gerade eben beschlossen, wir machen einen mehr. Wir haben noch 7 Chancen, was zu bekommen. Darunter auch ein LR. Wenn es läuft, wieder nur 2 Pots. Also 2 Pots ist irgendwie gerade ein richtiger Unglücksbringer. Und wir bleiben wahrscheinlich Baseform. Yo. Habe ich mir schon gedacht. Also wieder Schrott. Gut, es ist ein LR-Banner, ne? Also das ist ein totaler Trap-Banner. Ich würde niemandem empfehlen, da so deep reinzugehen, wie ich selber tue. Wir kriegen wieder ein Piccolo-Kind, und zwar Symbol. Ich würde niemandem empfehlen, da zu deep reinzugehen. Das saugt einem nur Stones aus der Tasche. Aber, ja, für LR Trunks versuche ich es mal. Oder LR Gohan. Das sind meine beiden Haupt-Goals. Majin Vegeta wäre geil, könnte ich aber gerade nicht spielen. Zumindest nicht so, wie ich ihn spielen will. Und wir ziehen runter. Wird das was? Sieht nach Schrott aus. Und wir kriegen einen Cell Junior. Wow, die habe ich ja noch nie in einem richtig seriösen Banner droppen sehen. Das sind ja eigentlich Friend Summon Charaktere. Wow, das war richtig schlecht.
Das war richtig, richtig schlecht. So, wir haben noch 5 Summons möglich. Jetzt muss es ja passieren. Würde mich sehr freuen, wenn wir einen LR bekämen. Nachdem ich schon 100-mal versucht habe seit LR Broly. Aber, oh ja, wir werden sogar Super Saiyan, yay. Damit zumindest ein SR, wahrscheinlich. Ein SSR 3 wird es wahrscheinlich nicht, nein. Okay. Und es wird Future Trunks, nur der falsche leider. Es ist der SR Future Trunks, der AGLer. Wir kommen der Sache aber trotzdem näher. Gut, das habe ich im ersten Video auch gesagt, jetzt immer schon im 5. Video. Okay, die letzten 4, meine ich, machen wir jetzt. So, wir ziehen runter. Super Saiyan, yay! Jetzt haben wir die R-Phase überstanden, jetzt geht's wieder bergauf. Super Saiyan 2. 2. Und kommt noch ein Trunks raus. Nee, Janemba! Schade. Das ist nicht ganz Trunks. Das ist Trunks nach Weihnachten, ja. Okay, noch 3 Summons. Außer ich bin so riskant und mach nochmal 4 draus. Wir schauen mal nach. Wir machen auf jeden Fall nochmal 3. Die 3 machen wir auf jeden Fall. Und der erste davon wird ein Baseform bleiben. Das ist nicht gut, das ist Schrott. Oder ein extrem, also bei einer Baseform ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit echt am geringsten, dass ein LR droppt. Stattdessen kriegen wir einen Sabon, den ich immer bekomme, wenn ich mit meiner Freundin sammle. Freundin sammle. Machen wir weiter. Die offiziell letzten 2 Summons, die wir machen werden. Überhaupt LR Summons, bis Gogeta und Vegeta rauskommen. Wobei ich werde es bereuen, dass ich sage, es sind die letzten auch Instant Saiyan, Instant Super Saiyan, Rainbow Text. Das ist bei einem Single Sum zumindest viel versprechender als bei einem Multisum, aber wird wahrscheinlich hier auch nicht viel bedeuten, oder? Nein, wir kriegen den schlechtesten Goku, den es überhaupt gibt. Den Whis Outfit Goku aus Dragon Ball Super. Heißt sogar Top Tier Training, alles klar. Jetzt machen wir den offiziell letzten Sum. Ich denke aber schon, dass ich noch einen danach noch machen werde. Oder? Wir kriegen nix. Instant Super Saiyan wieder, aber ohne Rainbow Text. Soll das irgendwas bedeuten? Einfach, zweifach, bumm? Nein. Okay, C17. Wir machen noch einen. Ja. Wieso nicht? Das Happy End. Satan rechts. Das sieht. Oh, Baseform. Shit! Warum kann ich nicht einmal Baseform bleiben, wenn wir im Single Sum Rainbow Text haben? Selbst bei Multisums haben wir das Glück. Aber SR-Wahrscheinlichkeit ist da. SSR ist ja auch, glaube ich, dann zu 17% Wahrscheinlichkeit möglich. Wir kriegen einen Super Saiyan Son Gohan aus GT. Leider auch überhaupt nicht das, was wir wollen. Wir machen doch noch 2. Habe ich jetzt so beschlossen? Okay, Satan links, das ist schon besser. Boah, wenn wir echt noch eine R bekämen, ich würde heulen, ich würde weinen. Aber es wird Baseform Super Saiyan, was die Wahrscheinlichkeit wieder ein bisschen ins Jenseits befördert hat. Aber es wird nochmal spannend zum Ende. Wir kriegen einen Perfect Cell. Leider nicht das, was wir haben wollten. Also Cell Perfect Form, wie es eigentlich heißt. Und machen wir noch den letzten. Ja, machen wir. Vorletzten. Nochmal links. Es geht in eine gute Richtung jetzt langsam. Ja, LR-Summon heißt Ausdauer zeigen. Wenn man oft genug summon bei einem LR, dann kriegt man ja auch irgendwann einen LR. Wir kriegen ja nicht mal ein SSR, wir kriegen ja gar nichts. Das ist ja das große Problem bei meinen Videos. Wir kriegen ja gar nichts. Und wir kriegen einen Trunks, nur nicht den LR-Trunks. Boah, ich bin jetzt für einen Moment so hart erschrocken, als ich die Hand hinter der... Das ist leider voll der falsche. Oh Mann, ich bin aber gerade hart erschrocken, als ich den gesehen habe. Weil der LR Trunks greift ja auch mit der rechten Hand hinter seine Schulter. Boah, bin ich gerade erschrocken. Okay, das ist der aktuell, meine ich. Oh Gott, das sieht schon wieder schlecht aus. Oh ja. Ja, wir haben das Glück über. Oh Mann. Das Spiel lässt mich ja voll hängen. Also es war ein Fehler zu sagen, dass es die letzten LR Summons werden. Weil wenn mal ein guter Banner kommt mit einem Discount, mache ich schon noch was.
Aber ich werde nicht mehr so deep gehen wie jetzt. Jo, das war's. Wir haben einen Napper bekommen. Machen wir noch einen. ja, das ist der letzte Summon. Meine Freundin nimmt mir gerade schon das Handy weg. Ich kann also nicht mehr weiter summen. Wir ziehen runter und bleibt Spaceform. Nein, Super Saiyajin. Wenn jetzt ein LR käme, das wäre random as fuck. Wenn das klappen würde, also ich glaube eh nicht an sowas. Last Summon Luck ist ja eigentlich tot. Birthday Luck ist auch nicht bewiesen. Ne, wir kriegen Paragus. Auch den Film haben wir gestern geguckt. Ja. Was für ein Zufall. Wir hätten gestern einfach einen besseren Film schauen sollen. Okay, damit geben wir leider auf. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, geht nicht zu tief in diese Banner rein, Jungs. Glaubt mir, ihr werdet es so bereuen, das zieht euch so die Stones aus der Tasche. Wenn ihr LR Summons macht, dann geht an diesen Banner. Da ist zwar LR Trunks nicht mit drin, aber ihr habt wenigstens die Chance, den Vegeta hier zu bekommen. Das ist viel besser. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.